Freunde, es ist geschehen. Ich bin aus dem Urlaub zurück. Und wir haben vier Allianz-Nachrichten. Haben wir endlich irgendwelche Anfragen hier? Nein, wir haben ja einfach nur ein beendeten Boost. Alles in die Mülltonne hier! Gut. So. Während ich jetzt im Urlaub war, haben mir schön diese drei Verbesserungen darauf gewartet, endlich aktiviert zu werden. Ich habe sie aber dort schmoren lassen. Stattdessen aktivieren sie jetzt, wie sie jetzt, die Barrikade. Den Hammerschlag auf 3 und den Bogenschützen auf 3. Schulz. Und dann haben wir hier noch ein schönes Geschenk. Eine schöne verzauberte magische Truhe. Verzaubert und magisch bin ich auch. Das heißt, das scheint nichts Besonderes zu sein für uns. Aber wir schauen trotzdem mal, was denn der Inhalt dieser Truhe ist. 5 verzauberte Perlen. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie viel mein aktuelles Schwert hat. Ich kann aber nicht mehr zurückgehen. Fuck. Ich weiß halt gerade nicht, welches Schwert ich aktuell habe, aber ich meine, ich habe ein bisschen mehr als 53. Oh Gott, ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Boah, ich sehe schon, jetzt habe ich hier irgendwie... ...68. Geht klar, ne? Ich glaube, das ist mehr als 53. Mathe-LK. Was wollte ich jetzt machen? Wir haben jetzt schon wieder einige Minuten der Aufnahme vorbei und ich habe eigentlich in diesem Part noch überhaupt gar nichts erreicht. Seit dem Urlaub ist auch immer noch dieses ekelhafte grüne Viech mit der Oma hier aus Chinesendorf. Ja, ich wollte eigentlich weiterhin die Verteidigung verbessern, glaube ich. Gut, eigentlich wollte ich auch den Thronsaal verbessern, allerdings wollte ich dann, glaube ich, am Ende doch eher erstmal die restlichen Gebäude verbessern auf das Maximum. Wo haben wir denn angefangen? Bei dieser Barrikade? Nee, doch nicht. Doch, hier, aber dieser Nee, bei dieser Barrikade. Die ist jetzt auf 3. Dann machen wir hier den Pfeilturm. Plus diese Barrikade. Aha. Dann können wir noch spenden für unsere Allianz ein weiteres Mal. Haben wir auch schon länger nicht mehr getan. Und zwar 5000. 22.660 fehlt noch, dann haben wir Allianz Level Nummer 3. Ich bin immer noch alleiniger Herrscher meiner eigenen Allianz, wo niemand beitreten möchte. Ich habe jetzt schon bereits 15.000 Gold in meine Allianz gespendet. Ihr seht, ich bin ein sehr großzügiger Mensch. Spendet sein Geld an sich selbst. Hatte ich jetzt schon ein Verlieslevel freigeschaltet, ein neues? Ich glaube noch nicht, oder? Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich warten, bis hier der Next Bauarbeiter fertig ist. Okay, dann gehen wir nochmal zurück zum Schloss. Ich glaube... Wie lange dauern die Verbesserungen nochmal? Ah. Nicht so nice. Was machen wir denn jetzt? Ich muss eben die Zeit rumkriegen. Können wir noch mehr Zauber verbessern? Ja, Tatsache. Dann... verbessern wir den Hammerschlag. Giftwolke geht nicht. Dafür brauche ich den Zauberturm auf 3. Okay. Gut. Dann können wir auch noch was in der Werkstatt bestimmt verbessern. Den Paladin können wir noch nicht verbessern. Den Bogenschützen auch nicht. Aber den Ritter. Gut, jetzt haben wir 4 Verbesserungen gestartet und gespendet. Jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Weil keine einzige Verbesserung ist in Kürze fertig.
Allerdings habe ich in diesem Part auch noch absolut nichts erreicht. Möchte jetzt aber auch ungerne 45 Minuten warten. Ja, das ist der Nachteil an diesem Spiel. Ja, jetzt muss ich überlegen. Wir können zumindest einen Kampf ausführen. Und weitere Trophäen bekommen, weil auch für die Trophäen bekommen wir ja irgendwas in unserem Clan. Ich habe auch immer noch nicht nachgeschaut, was Ländereien sind. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe eine Idee, warum machen wir das nicht einfach gleich direkt nach diesem Kampf, in dem wir hoffentlich den Gegner ordentlich zusetzen. Denn ich vergesse es eigentlich immer, sobald ich bei meinem sobald ich bei OBS auf Aufnahme beenden drücke, vergesse ich eigentlich schon wieder, dass ich googeln wollte, was bei Royal Rebel 2 mit Ländereien gemeint ist. Was? Was? Was soll denn das sein, was ich da gerade geholt habe? Ich meine, ich habe den Typen jetzt einfach mal vertraut, woher auch immer diese magische Stimme kam. Ich habe dieser Stimme einfach mal vertraut, die zu mir meint, ich soll da mal hin und dieses Ding einsammeln. Was auch immer das sein soll. So, ab jetzt können wir eigentlich nur noch zugucken, weil wir noch entspannt viel Zeit übrig haben. Gut. Dann schauen wir doch gleich mal direkt, was Ländereien sind, weil ich absolut keine Ahnung habe, was das sein soll. Das wurde mir irgendwie auch nicht erklärt. Du hast dir diese coolen Schätze gekrallt. Drei verborgene Schätze. Alles klar. Das ist ja mal mega heftig. Ah, schade. Ja, ich gebe doch hier keine Diamanten für so eine. Ja, aber das andere wäre sowieso nur Geld gewesen. Das passt schon. Ich habe das beste Stück schon bekommen. Ein bestes Stück, ein bestes Stück. Ende. Was wollte ich jetzt sagen? Was ist das denn? Schwerter und Schlangen? Bitte was? Ja, wie auch immer. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich machen wollte. Ja, wo genau, ich wollte jetzt gucken. Hier, irgendwas wollte ich doch anlegen. Hier. Alter, die ist einfach direkt. 6, 86, 89, 139 Stärken besser. WTF. Ja, gib her das Zeug. Boah, was ein Stecher. Ja, also meine Befehlskraft ist jetzt auf jeden Fall sehr hoch, entspricht jetzt auch annähernd dem, was ich auch in der Realität an Befehlskraft besitze. Jetzt will ich aber immer noch wissen, was hier diese komischen drei Dinger sind, die ich da bekommen habe. Kumpel, ich verstehe die Hälfte der Sachen hier überhaupt nicht. Was soll das alles sein? Das wurde mir alles überhaupt nicht erklärt. Was ist das hier, ein Föhn? Moin, ich kann meinen Charakter an. ja. Ah ja. Ne, ich bin hier mehr so eine Farbe, ja. Aber das gibt's natürlich nicht. Okay, so finde ich mich viel besser. Pharma-Token. Ah, okay. Habe jetzt einfach mal eingesetzt. Jetzt habe ich zwar immer noch nicht herausgefunden, was das für ein Ding ist, was ich habe.
Aber jetzt googeln wir mal. So, Royal Revolt 2 Ländereien. Ländereien und Allianzkrieg. Ach so! Jetzt verstehe. Ah, hier. Ja, super. Was soll ich da machen? Ich kann keine Ländereien bekommen ohne Allianz-Bumsi-Kriege. Oh, das ist ja eine Frechheit. Ja, ich krieg keine Ländereien ohne Dings. Und wenn ich nur einen. Ihr wisst, was ich sagen will. Ja. Egal. So. Gut, einen Kampf hängen wir dann nochmal dran. Für entspannte 11 Brote nur. Und dann schauen wir mal. So. Ein langer Waldweg führte uns zu dessen Bombenturm. Unsere Gegner, inkompetent wie sie sind, stehen in ihren eigenen Fallen und werden von Stacheln in ihre Weichteile gepiekst. Anschließend noch eine Holzbarrikade. Okay, wer bist du, mein Freund? Hallo? So. Ich wollte nicht in die andere Richtung laufen. Ja, guck mal, der hat sich direkt in seinen Boden zurückgekrochen, nachdem er gesehen hat, was ich für Augen hab und für eine krasse Maske und für einen Stich und so, ne? Ja. Gut, mit diesem Sieg beende ich dann auch diese Folge. Boah, das sieht so heftig aus, ne? Wobei mir eben der Hauthund immer nicht ganz gefällt. Ja, wie auch immer. So, habe ich da gerade noch eine Truhe bekommen? Keine Ahnung. Hier haben wir nochmal ein Schwert. Allerdings ist es nochmal dasselbe, was ich schon in dieser einen Truhe da bekommen habe. Und hier ist nichts. Was wäre noch hier drin gewesen? Juwelen. Gut, die hätte ich definitiv genommen. Egal. So, was wollte ich sagen? Okay, Truhe habe ich aber noch nicht bekommen. Dann beende ich diese Folge an dieser Stelle und wir sehen uns in der nächsten Folge.